Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Secret of Mana. Wieder in alter Frische. Wir haben ja beim letzten Mal alles in der Ruine erledigt. Sind dann hier zu Birdie Fuchs, hat nochmal geguckt wegen unseren Waffen. Da sollte eigentlich auch alles soweit fertig sein. Und weiter geht's Richtung Aquaria. Wir hatten ja eine Menge Waffenorbs bekommen. Die Waffen haben jetzt unsere Helden. Einmal das Schwert, die Lanze und der Bogen, die gelevelt werden müssen. Schon beim letzten Mal ein ganz schön harter Kampf da ohne Zauber. Und ich, Dussel, meinte ja, musste ja unbedingt vorher schon den Zauber alles verbraten. Nun komm. Ah ja, mit der Lanze. Oh, wieso nicht? Und dann wollen wir mal wieder zu unseren Mafia-Freunden, zu den Kanoni-Brüdern. Heute lassen wir mal einen gucken. Heute nehmen wir mal erste Klasse-Ticket Richtung Wasserpalast, dass wir nicht so lange so weit laufen müssen. Guten Flug. Jo. Hoffentlich werden wir den haben. Uns passiert natürlich nichts. Einmal in die Atmosphäre und zurück. Aber von sowas lebt so ein Spiel auch. So, mal gucken, wie es dann weitergeht jetzt. Der Mana-Samen des Wassers wurde gestohlen. Ich bin völlig ratlos. Das müssen sie getan haben, während Frosta in Gefangenschaft war. Vom Wasser erfuhr ich, dass sie den Samen zum Elfenteich gebracht haben. Ich glaube nicht, dass sie zum Imperium gehören. Bring den Samen zurück. Ah ja, zu dem Elfenteich, wo wir gerade waren. Wo denn da? Wir müssen hier rechts lang. Um falsch zu laufen? Ja, nicht um meine Orientierung. Hier war doch auch noch ein Pogo-Puschel sonst. Pogo-Puschel-Dingeling. Thank you.
So. Ich glaube hier lang. Triple Team Action. Macht es dann schon einfacher jetzt, wenn die jetzt auch schon so ein One-Shot, sag ich jetzt mal, One-Hit der wären. Waffenlevel ist gestiegen, okay. Okay, mit dem nächsten, der dann von den Mädels soweit ist, werde ich dann wechseln. Ich werde jetzt auch mal nicht Britney. Britney nimmt jetzt das Schwert und ich nehme den wunderbaren Bogen. Bin ich total der Fan von. Ein bisschen Robin Hood spielen. Haut doch mal in die richtige Richtung. Tuttle erreicht Level 15. Hallo, hör doch mal auf die Kiste da. Ah. Die wunderbare KI. Hab ich schon. Jetzt müssen die eigentlich. So, glaube ich, macht dann mehr Sinn. Wir nehmen mal den Hintereingang. Bin ich ein großer Fan von. Nicht. Wo sollen die jetzt hier sein? Da steht einer. Die Dieben sind unten. Sie wollen als nächstes den Lava-Tempel überfallen. Ich gehe in den Tempel und du kümmerst dich um die Diebe. Sei vorsichtig. Du weißt nicht, was dich erwartet. Das weiß ich nun wirklich nicht. Wir lassen uns überraschen. Oha. Irgendwas sagt mir, wir hätten vorher speichern sollen. Peitschenohr. Ja, gut. Gib mir den Samen. Der Mana-Samen des Wassers. Ihr wollt wissen, wozu wir den Mana-Samen brauchen? Das wissen wir doch. Nicht ihr. Wir brauchen den Samen. Irgendwie komme ich mir gerade vor wie bei Pokémon. Also ich glaube, es muss bei jedem RPG irgendwelche Dummen geben,
um unseren Superroboter in Gang zu bringen. Wir nennen ihn Trillboy. Okay, ich werde jetzt aber mal auf vernünftige Waffen schalten. Einfach weil wir uns den Spielkram hier so nicht erlauben können. Er ist außer Kontrolle. Entfernt den Samen. So, gucken wir mal, welchen Zauber wir dann nehmen können. Wir testen jetzt einfach mal Erde. Oh. Guter Zeitpunkt, um Level Up zu erreichen. Gucken wir nochmal, ob Frost da mehr bringt. Ja, Froster bringt mehr. Dann ist Froster erstmal dran. Volle Möhre Froster. Hallo? Und nochmal. Gib ihn. Alles reinhauen, was wir können. Und dritten Leben behalten wir mal zum Heile machen wieder. Super. Wir sind gezappelt, was bedeutet, wir sind ein kleines Plüschtier. Oh nee, ernsthaft jetzt? Das zappeln auch irgendwann mal auf. Können die denn zaubern? Nee, können sie nicht. Okay, ich würde sagen, du kriegst einen. Ihr kriegt beide erstmal einen Bonbon. Abhauen da. Der ist jetzt leer. Auch egal. Ja, perfekt. Kurz vorm Tod wieder alles an Bonbons rausgehauen, was wir hatten. Speerorb erhalten. Wir werden uns später sprechen. Mana-Samen zurückbekommen. Kommt, wir bringen ihn zum Wasserpalast zurück. Okay, aber erst gehen wir mal eine Runde pennen und neue Bonbons kaufen.
natürlich erst kaufen. Unser Geld erhöht sich immer schön weiter. So, den Rest haben wir alles. So, dann mal wieder zum Wasserpalast und den Samen wegbringen. Mal schnell die Orbs verarbeiten hier. Kommt langsam gar nicht mehr hinterher. Zur Zeit wieder zwischenzeitlich eine kleine Schicht einzulegen, um die Waffen und Zaubersprüche erstmal hochzutreiben. Erstmal schnell das schon mal abladen hier. Wir haben eine ungerade Zahl an Magiepunkte, heißt wir können auf einmal was so loswerden. Nur damit es nicht langweilig wird. Zweimal können wir noch. Einmal du. Einmal du. So. Ist bei mir wahrscheinlich auch die sichere Spielweise, sag ich mal, dass ich jetzt nicht drauf, oder was das angeht, irgendwo drauf hoffe, dass ich Bonbons in den Kisten sammle. So, diesmal nehmen wir die Abkürzung. Ja, super. Graben wir uns mal schnell hier wieder durch. Ach ja, ich wollte ja. Jetzt kann ich ja wieder auf andere Waffen stellen. Hier nie. Ich war beim Bogen bei. Und Tunnel war. Ja, das wird schwer. Kriegt man eigentlich ganz schnell raus. Das Schwert habe ich. Lanze könnte ich noch. Bogen, Speer, Peitsche. Noch einiges vor uns.
Was bringt uns das Ganze? Wir haben dann die Alternative mit diesen Power-Angriffen. Das kann man ja bei der KI auch einstellen, dass die wirklich die ganze Zeit immer drauf warten und ihre Power sammeln für ein Kamehameha. Und natürlich grinden wir ja nicht nur die Waffen, sondern auch unsere Helden. Dass wir ein höheres Level haben und somit auch stärker werden und alles. Sieht das schon, dass unsere Gegner gut ausweichen, unsere Helden gut ausweichen. Hier, um das einmal zu zeigen. So ein Spring ins Feld. So, einmal kurz switchen. Damit wir das Gras auch wegkriegen. Das geht dann schneller als jetzt extra das Messer, das Schwert wieder zu nehmen. Super. So, dann wollen wir zu Aquaria und ihr den Samen geben. Frosch. Kommt schon der nächste. Ist hier ein Nest oder? Sind hier auch Monster? Nur weil der Samen nicht da ist? Mein Waffenlevel ist gestiegen. Super. Dann würde ich jetzt einfach mal ganz unegoistisch sagen, ich nehme die Lanze. Ich mache das immer so einfach von oben nach unten runter, damit ich teilweise bei meinem Helden wenigstens irgendwo noch die Übersicht behalte. Gut. Aquaria, rennt schnell weg. Wen haben wir denn da? Gestatten, ich bin Markus vom Imperium. Gebt mir sofort den Samen oder Aquaria muss sterben. Nein, tut es nicht. Was macht ihr? Wegrennen. Hier geblieben. Hä? Endlich haben wir den Samen. Jetzt können wir das Siegel brechen. Soll ich jetzt etwas Lustiges erzählen? Ah, super. Wieder ein Monster. Jabberwocky. Okay, und ich habe wieder keine Ahnung, was da effektiv ist. Ich kann nur das einsetzen, was bei uns aufgebraucht ist. Nein! Ich sollte mir echt angewöhnen, irgendwie eine Walnuss mitzunehmen.
Aber die gab's auch nirgends zu kaufen. Erstmal kriegst du eine andere Waffe. Wobei das vielleicht gar nicht so falsch ist aus der Distanz. Aber suchen wir es einfach mal. Nicht gut. Ja, genau. Wieso nicht dreimal hintereinander? Also ich muss echt sparsamer mit unseren Zauberpunkten umgehen. Das wird sonst nichts. So. Irgendwie das Gefühl, jetzt gibt's auch Maul. Ohne seinen zweiten Gurkenhals. Hui. Wieder ohne Zauber, weil ich Dussel immer nicht damit rechne, dass wir gleich wieder gegen irgendein Monster antreten müssen. Bogenorb. So, jetzt müsste Magie wieder voll sein. Also komm, 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 nächste Runde. Fürs Erste haben wir die Truppen des Imperiums aufgehalten. Keines der Monster, das sie nach Pandoria geschickt haben, ist noch am Leben. Das hier habe ich übrigens gefunden. Müssen sie verloren haben. Nochmal ein Peitschenorb. Hatten wir den nicht gerade erst? Steve, die Zeit rennt uns davon. Ich werde schon einmal nach Hause gehen und dort nach dem Rechten schauen. Nach Hause? Wo sind denn zu Hause, Victor? Victor, denk dran, reaktiviere erst dein Schwert, um die Mana-Festung zu bezwingen. Das Kanoni-Reisebüro am Quelldorf kann dich ins Hochland befördern, okay? Bing, bing, bing. Kraft des Samens erhalten. Gut. Aquaria, du hast den Samen wieder. Dunkle Mächte sind hinter dem Mana-Samen her. Um sie zu besiegen, musst du zuvor das Mana-Schwert reaktivieren, indem du die 8 Paläste dieser Welt besuchst und dort die Mana-Samen mit dem Schwert berührst. Gehe zunächst auf den Schicksalsberg, um dort Luna zu treffen. Er hilft dir weiter. Luna? Er? Okay. Na dann.
Feldorf war das Dorf, wo, wo wir aufgewachsen sind. Und wir gehen einfach mal speichern. Der Wucherkater. Was zum Beispiel? Ich will nicht übernachten, ich will eigentlich nur speichern. Nö. Kann ich auch speichern jetzt? Ja, super. Alles klar.